nächsten Tagesordnungspunkt, Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes für die Herstellung und den Bau eines touristischen Fußgängerleitsystems. Hier liegt mir lediglich eine Wortmeldung vor und ich glaube, können wir gleich direkt aufrufen, Frau Appel. Wir sprechen hier, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, fast hätte ich vergessen, meine Damen und Herren, wir sprechen hier sehr häufig im Stadtrat über den Tourismus, über die Entwicklung des Tourismus. Und was wir jetzt heute hier beschließen, ist doch auch etwas Größeres. Deswegen möchte ich doch ein paar Worte darüber verlieren. Die Vorlage der Verwaltung heißt Maßnahmekonzept für die Herstellung und den Bau eines touristischen Fußgängerleitsystems. Der Antrag, die touristische Infrastruktur weiterentwickeln durch ein neues mehrsprachiges Wegeleitsystem, konnte ich am 20.09.2018 hier im Stadtrat vorstellen. Und damals wurde das mit 58 Stimmen vom Stadtrat verabschiedet. Wir hatten damals gemeinsam verschiedene Aspekte in Auftrag gegeben für ein neues Wegeleitsystem, denn wir stellten fest, dass das alte eigentlich so nicht mehr funktioniert. Das war 2018. Damals haben wir gesagt, die 51 Stelen, die wir hier haben in Dresden, sind veraltet, schlecht sichtbar. Sie sind nicht nutzerinnenfreundlich und es ist nicht barrierefrei. An einigen Stellen waren Folgen von Vandalismus sichtbar. Wir wollten, dass so schnell wie möglich eine Änderung eintritt. Jetzt ist sozusagen uns eine Vorlage gemacht worden, wo versucht wurde, die verschiedenen Aspekte, die wir damals in Auftrag gegeben hatten, zu berücksichtigen. Und nachdem wir sehr lange und ausführlich in vielen Bereichen über diese Vorlage diskutiert haben, konnten wir feststellen, tatsächlich sind alles, was wir beauftragt hatten, fand dort irgendwie eine Antwort. Ich möchte ein paar Zielstellungen nennen. Die Vielfalt des touristisch attraktiven Angebotes Dresden soll optimal präsentiert werden. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dresden sollen auch auf attraktive Angebote und für sie Neues aufmerksam gemacht werden. Es soll ein breiteres Angebotsspektrum aus den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport, Infrastruktur, Ausflugsziele und Orte geben. Es soll viel mehr digitale Vernetzung und Informationsmöglichkeiten geben. Das ganze System soll so entwickelt werden, dass es prinzipiell erweiterbar ist. Im Bereich der analogen Maßnahmen, also bauliche Elemente, Stelen vielleicht, Wegweiser, Vitrinen und natürlich besonders im Bereich der digitalen Maßnahmen. Hier geht es um mobile Nutzung mit interaktiven Funktionen. Es soll barrierefrei zugänglich sein. Es gibt in der Vorlage Vorschläge zur gestalterischen Umsetzung, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte. Ich möchte nur auf eine Problematik eingehen, welche in der Diskussion immer wieder benannt wurde. Fehlende öffentliche Toiletten oder keine Hinweise darauf, wo öffentliche Toiletten zu finden sind. Das ist durchaus eine Thematik, welcher wir uns zeitnah annehmen müssen. Die Umsetzung des Konzepts zum Fußgängerleitsystem kostet natürlich Geld. Dieses muss unbedingt in den Doppelhaushalt 2023/24 eingestellt werden. Gehen wir mit dem heutigen Beschluss nun den zweiten Schritt und hoffen, dass wir dann so schnell wie möglich den dritten Schritt, nämlich die konkrete Umsetzung, in Angriff nehmen können. Danke. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. Dann können wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht kommen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Nein. 61 Ja, keine Nein, 4 Enthaltungen, damit so zugestimmt.